Oh, was ist mit euch denn los? Oder ist er dick? Ey, Jungs, ich hab da was für euch. Warte mal, ich muss noch ein Stück nach rechts. Brandgranate! Oh nein, die können wir. Ach Gott. Ah, ich wollte schon sagen. Jungs, Brandgranate! Denn einer hat es komplett zerrissen. Einer hat sie gefangen. Ach so, deswegen, ja, die tragen Granaten am Körper. Was macht der da hinten? Nee, nicht in Deckung gegen Hui. Es kommt, bis ist da noch, ach so. Ich wollte ihn eigentlich treten, ne, hier so kaputt treten. Aber ging nicht. Juwelenarmreif. Oh, ein Kontrollpunkt. Ja, das ist mal ganz schön. Ja, das stimmt. Ich glaube, nee, unsere Wege trennen sich hier bestimmt nicht. Ich weiß es nicht. Ich drück mal auf Bewegen, ja? Ja. Aber ich glaube, da hinten ist noch eine Konsole. Ja. Ich will jetzt nicht, dass hier von hinten jetzt irgendwer kommt. Perverse Säue. Da kommt einer. Was mit denn da? Ja, hier dann rechts bei mir. Da kommt einer mit Schild. Dem war ziemlich egal, dass. Wow! Au! Das tat ganz schön weh. Oh jemand. Nein. Bist du auch in Bedrängnis? Nee. Versuch dir von hier hinten zu helfen. Da steht da einfach nur rum. Ui! Gehst du weg? Mal gucken, ob ich den abstechen kann. Das ist ihm herzlich egal. So, dann eben so. Okay. Die Musik ist noch an. Ja, hier ist noch Pistolenmüll. Da. Nee, aber. Okay. Ich würde gern auf den hier schießen, damit er endlich mal Ruhe gibt, weil dann kann ich hier das von hier aus bewegen. Ah, Musik ist aus. War vielleicht jetzt auch nicht unbedingt die cleverste Methode, das zu machen, aber. Egal. Und du kannst. Dann mache ich das mal. Boah, hat die langsam den Hebel da jetzt betätigt. Das ist ja unfassbar. Ich hab doch Zeit. Die Gegner sind alle tot. Die Musik ist aus. Ich hab Zeit. Ich höre schon wieder schießen. Warst du das? Das war ich aus Versehen. Ich hab gegen das Geländer geschlagen. Okay. Ist da drüben irgendwas? Hier liegt Munition. Schrotgewehrmunition. Nochmal Schrotgewehrmunition und hier ist noch eine Kiste. Mal hier drin. Maschinengewehrmunition. Ich kann keine Schrotgewehrmunition mehr tragen. Soll ich mitnehmen? Warte mal, ich bin schon wieder voll. Aber ich kann nochmal ausrüsten hier. 40. Kombinieren. Da rein. Du kannst auch, wenn du die Pistole hast, zielen und dann X drücken. Dann lädt er auch nach. Boah, das ist ja raffiniert. Soll ich trotzdem mitnehmen? Ja, wäre ganz gut. Je mehr Munition, desto besser. So, jetzt haben wir hierfür eine gute halbe Stunde gebraucht. Ja, es war sehr produktiv. Oh. Der hat einen Raketenwerfer. Warum hat er einen Raketenwerfer? Ich weiß es nicht. Die viel interessantere Frage ist, warum habe ich keinen? Und auf wen zielt er? Dich oder auf mich? Auf mich. Dich. Auf jetzt auf mich. Oh. Solange nicht abdrückt, ist mir egal. Boah, cool. Ich hab den im Liegen ins Gesicht geschossen. Okay. Nein! Eieiei, hab ich ein Glück. Dennis würde sagen, hab ich eine Sahne. Sahne? Ja. Ey, ich schieße ihm in den Kopf rein, ne? Und es kommt nicht an. Oh, er bewegt sich. Wo willst du hin? Wer war das? Ich kann von hier aus einen sehen. Ach, das ist der Knabe mit seinem. Oh, der ist aber echt stark gepanzert hier, der Junge. Ich habe keine Munition mehr. Nimm mal hier das da. Wo läufst du hin? Und warum läufst du da hin? Oh, da ist ja noch einer. Wow! Oh, hab ich ein Schwein! Ich habe seine Rakete im Flug abgeschossen. Echt jetzt? Mhm.
Ah, jetzt ist er Pimmelkopf. Ja, einer von den beiden, ne? Gibt es zwei Raketen? Ja, der zweite wollte gerade um die... Oh. Was ist denn hier für Stromausfall? Ich habe ihn getroffen. Jetzt ist das auch noch leer. So. Den habe ich. Hier ist Pistolenmunition. Warum ist die Musik noch an? Und noch mehr, und noch mehr, und Maschinengewehrmunition. Boah, das ist ja ein Festessen. Ich weiß nicht, warum die Musik noch an ist. Hat sich hier noch irgendjemand festgebackt oder so? Ich habe keinen gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass hinter der Tür noch einer steht. Deswegen laufe ich erstmal hier. Drumrum. Das ist so dumm. Hallo? Oh ja, da drin stehen noch zwei. Bist du denn wahnsinnig? Du stehst in einem geschlossenen Raum und schießt mit dem Raketenwerfer. Oh. Was ist da? Ich hab's fliegen sehen. Es ist unfassbar, wie dämlich manche Leute sind. Mann. Bist du jetzt mal tot? Oh, fuck. Hast du etwa die Tür aufgemacht? Die Tür geöffnet, ja. Aber es ist wieder zu. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ich dachte, hier vorne wäre auch mit. Ja, da ist auch eine Tür. Ja, muss aufpassen, direkt hinter der Tür ist ein. Ja, ich bin jetzt hinter dir. Ja, jetzt kommt er in die Tür raus. Stark. Hat der einen Helm an? Hat er nicht. Hui! Kommst du denn hier? Geh du mal weg. Geh du mal sterben, bitte. Ich hab gesagt, du sollst sterben. Steht der andere noch da? Ich bin mit dem beschäftigt. Ach, mal so. Okay. Also, hier liegt noch jede Menge Pistolenmunition. Erstmal Kraut. Kraut lag da auch. Und dann Kraut erstmal kombinieren. Sollen wir es gleich verwenden, oder meinst du? Ach, da drin steht noch eins. Ja, ich würde es... Oh, also, ich habe jetzt rotes und grünes kombiniert. Das hab ich. Ja, aber es steht noch ein grünes hier drin. Ich bin voll. Toll. Ach, eine königliche Halskette. Und noch mehr Pistolenmunition. Ich nehme die mal auf, ich kann die dir gleich wieder geben. Bleib mal bei mir, dann mache ich gerade das Krautgezumpel. Okay. Ja. Geben. Erstmal. Zack. Bisschen mehr Pistolero-Munition für dich. Du kannst die, glaube ich, besser gebrauchen als ich. So, jetzt hätte ich Platz für das Kraut. Nein, ich habe dir jetzt irgendwas gegeben. Willst du wieder haben? Ja. Das ist mir egal. Dankeschön. Wenn du möchtest, kannst du mir jetzt das Gewehr geben. Ach, ja. Dann. Wie mache ich das nochmal? Was ist das? Ich kann dir das nicht geben. Okay. Ach, du bist auch nicht voll. Nee. Kannst du nicht geben? Na dann. Nee, dann, das ist ausgegraut. Dann nicht. Muss ich dir jetzt nachher im Menü geben. Ja. So, hier gibt es wieder was zu lesen: Dokument lesen. Bericht zur Durchführung der Anweisungen zur Verhinderung von Informationslecks. Im folgenden Bericht ist die Ausführung ihrer Anweisungen beschrieben. 8:53, das Forschungspersonal besteigt einen Bus. 8:57, Abfahrt von der Forschungseinrichtung in Richtung Flughafen. 9:22, Schlafgas freigesetzt, Zielperson ins Koma gefallen. 9:25, Bus angehalten, Zielperson zur Eliminierung nach draußen geschafft. 9:44, Eliminierung der Zielperson abgeschlossen. 11:03, Leichen der Zielperson eingeladen und zurück zur Forschungseinrichtung gebracht. 11:35 Uhr, Leichen samt persönlicher Gegenstände im unterirdischen Ofen entsorgt. 13:10 Uhr, Entsorgung der Leichen und persönlichen Gegenstände abgeschlossen. Alle Anweisungen erfolgreich ausgeführt. Ende des Berichts. Mhm. Also wen auch immer die in den Bus gepackt haben, die haben sie auf jeden Fall alle gar verbrannt. Jo. So, hier kommt eine Tür für zwei. Das ist ja mal Wahnsinn hier. Abgefahren. Eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht. Ich bin mal so frei und ich war freudig auf das grüne Kraut zu, das ich mitnehme. Habe ich gar nicht gesehen. Das wurde durch den Prachtkörper meines Charakters überdeckt. Mhm. Pistolenmunition. Was haben wir denn hier? Gewehrmunition, aber ich bin voll. Brandgranate.
Was haben wir hier noch? Pistolenmunition. Was habe ich denn hier? Kann ich nicht... Ach, guck mal, man kann auch grün mit grün kombinieren. Ach hier, Moment. Gewehrmunition? Du kriegst jetzt erstmal das hier. Ja, so viel geht, wie geht, ne? Mehr? Achso, du bist voll sonst. Ja. Boah, wieso? Ich habe so viel Munition dabei für Waffen, die ich gar nicht mitführe. Naja. Kannst du die Pistolenmunition noch mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Hm. Da vorne kommt wieder ein großer Raum. Ich bin ja etwas, Come on! Oh, das sieht aus wie dieser Raum, wo wir das Krüppelteil da... Genau, nur zwei oder drei Etagen höher. Oder tiefer, keine Ahnung. So, was haben wir denn hier noch? Gewehrmunition, noch mehr Gewehrmunition. Das ist gut. Die kann ich gebrauchen. Hm. Das sieht so ein bisschen nach Boss aus. Ja, schon wieder. Da vorne ist ein Computer. Macht der Computer? Kann ich den bedienen? Kann ich. Können wir zu zweit? Zu zweit? Hm. Zu zweit Computer bedienen? Ich den alleine. Ja, anscheinend. Okay. Ich habe nur einmal geguckt, was da gab. Ob da was ist? Ach, das sind Hebel, die man bedienen muss. Okay. Verständlich. Was? Oh mein Gott. Hilfe. Wo fahren wir hin? Und warum? Und warum dreht es sich? Ah, da hinten sind Leute. Da. Ja, ich bleib jetzt einfach mal immer hinter dem Computer. Dann können die mich nämlich gar nicht treffen. Aber ich habe das Gefühl, dass der irgendwann aufhört, sich zu drehen. Kann das sein, dass wir die eigentlich besiegen sollten auf dem Weg nach oben? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir fahren nicht weiter nach oben, ne? Wir drehen uns nur noch. Aber wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Ach, guck an. Jetzt hält er das an. Die haben auch einen Hebel. Und der kann den sogar alleine umlegen. Mein. Wo sind die? Ich weiß nicht. Ich weiß, ich wurde beschossen, aber ich sehe nicht wovon. Wie da dumm, warum dreht sich das denn noch? Wo stehen die denn? Ach, da oben. Ich treffe nicht. Solange sich das Ding dreht, treffe ich nicht. Das ist richtig behindert. Weil ich nicht genau weiß, von wo die her die schießen. Da oben, ne? Ja, ich muss warten, bis sie sich rückwärts dreht, dann kann ich besser zielen. Was für das denn? Wo sind die denn? Da. Ich komm nicht rüber mit meinem Zielgedönse. Dreht sie es jetzt weiter? Jo. Wie doof ist das denn? Ach nee, jetzt wird's langsamer. Nee, wird's nicht. Auf mich anzuvisieren. Ich kann doch mit dem Ding nicht treffen. Das war gut. Also ich sehe schon, du bist deutlich Shooter-affiner auf PlayStation als ich. Bam. Bam! Das ist so ätzend mit der Plattform, ne? Ja. Hätte sich auch anhalten können. Hätte sich auch anhalten können. Aus voll guter Deutsch. Vielleicht müssen wir jetzt wieder Hebelchen ziehen. Systemerror. Super. Ich bin immer gefangen. Auf einer rotierenden Plattform. Aber ich meine noch was zu hören. Aber ich sehe nichts. Irgendwas oder irgendwer schießt doch da auf uns. Kann mir doch keiner verraten. Hört sich sehr nah an. Kann mir doch keiner verraten, dass ich... Wo sind die denn? Ach, da unten. Lassen Sie ganz unten? Ja, weiter unten, als wir jetzt gerade sind. Autsch. Kommen wir da überhaupt hin? Kann man da hinzielen? Ja. Ach, der hängt da am Hebel dran, deswegen haben wir Systemerror. Nein. Jetzt hat er einen Hebel losgelassen.
Wir gehen wieder weiter höher. Ja, ich sehe auch eine Plattform, an die wir dann drankommen, eventuell.